Da ist sie, die nagelneue Crystal Bach, das Erstlingswerk der MV-Werften und ein Zeichen der Wiederbelebung des Schiffbaus in Mecklenburg-Vorpommern. Am 3. August wurde das Luxus-Flusskreuzfahrtschiff an den Auftraggeber, die US-amerikanische Reederei Crystal, feierlich übergeben. Die Crystal Bach ist 135 Meter lang, über 11 Meter breit und kann bis zu 106 Passagiere mit an Bord nehmen. Ein 7-tägiger Ausflug wird den Gast knapp 14.000 Euro kosten. Natürlich geht nichts über deutsche Ingenieurstechnik. Und wir wollten, dass unser Schiff nach den höchsten Standards gebaut wird. Wir waren zuversichtlich, dass MV Werften hier in Deutschland genau das schaffen kann. Nach der Übernahme der früheren Nordic Yards in MV durch Genting Hongkong gab es wieder Licht am Ende des Tunnels für die maritime Industrie in Mecklenburg-Vorpommern. An den insgesamt 6 Standorten der MV-Werften in Wismar, Rostock, Stralsund und Wolgast sind gegenwärtig rund 2200 Mitarbeiter beschäftigt. Für sie soll es heißen, die Werftenkrise sei endgültig überwunden. Wir gehen davon aus, dass Genting und MV-Werften hier in den nächsten Jahren hervorragende Schiffe bauen werden. Die Chancen sind groß, 3,5 Milliarden Aufträge sind da. Es sollen 1500 Mitarbeiter noch zusätzlich eingestellt werden. Das wird dann heißen, Mitarbeiterzahl 3200. Insgesamt hat die Reederei Crystal 4 Schiffe in Wismar in Auftrag gegeben. Das zweite ist mittlerweile fast fertig. Seine Übergabe erfolgt im September. An den 2 weiteren wird momentan fleißig gebaut. Sie sind 2018 dran. Allerdings vermeldete der Konzern Genting für das erste Halbjahr 2017 einen Verlust von bis zu 220 Millionen Dollar. 2016 verlor das Unternehmen 504 Millionen. Die Nachricht kam ausgerechnet am Tag der feierlichen Schiffsübergabe. Nein, das hat mit uns nichts zu tun. So, dass natürlich dann diese Hochfahren, die leeren Werfte, das kostet Geld, das ist alles bekannt gewesen. Das ist dann nichts Neues. Und dann die Jahre 2018, so dass um 2019 werden so normale Jahre sein, so dass dann aber diese Anlaufkosten natürlich dann müssen die müssen das dann tragen und dann geht das Leben ganz normal weiter. Der chinesische Eigentümer wollte sich zwar zu dem heiklen Thema nicht äußern. An seinen großen Zukunftsplänen hält der Konzern Genting Hongkong dennoch fest. Insgesamt 9 Schiffe sollen in den kommenden 5 Jahren in Wismar, Rostock und Stralsund vom Stapel laufen. Ich denke, der asiatische Markt fängt an, Kreuzfahrten zu mögen. Es ist ein bisschen wie in Deutschland vor 5 Jahren. Tatsächlich hat MV Werften in Wismar die ersten beiden AIDA-Kreuzfahrtschiffe gebaut. Und jetzt hat Deutschland 22 Schiffe und um die 55.000 kleinere. Das sind dann in der Größe rund 10 globale Klassen. Und wenn Sie sich jetzt China angucken, dann hat China 200 Millionen Menschen, die sich eine Kreuzfahrt leisten können. Dieser Markt ist 3-mal so groß wie Deutschland. Also wird China offensichtlich mehr als 22 Schiffe benötigen. Also denke ich, dass die Zukunft von MV Werften sehr hell ist. Unter maltesischer Flagge wird die Crystal Bach schon bald ihre erste Tour auf dem Rhein absolvieren. Mit 55 Luxussuiten, einem Gourmet-Restaurant mit Piano-Bar und einem Pool. Ihr sollen Crystal Mahler, Crystal Debussy und Crystal Ravel folgen.